Ich auf den Bildern, wenn du siehst, stehe ich mit Krücken da. Haben wir alle den Heimer Brandbart hier oben? Ja, das weiß ich doch. Hör doch mal, wenn wir den Winter 2007 reden. Du kommst raus aus dieser Saison oder aus der Hinrunde als dritter Torwart mit Kiel. Wie hast du es denn im Kopf geschafft, dann so da zu sein, dass du bereit warst, die deutsche Nummer 1 zu sein? Das klingt ja eigentlich wie ein riesen Widerspruch, dritter Torwart im Verein, Nummer 1 des Weltmeisters. Naja gut, dazu gehört natürlich auch Vertrauen. Ich habe es angedeutet, dass Heiner mir natürlich das Vertrauen gegeben hat. Du gehst dann einfach in jedes Training und versuchst, das Beste zu geben. Auch da geht es darum, die Dinge nicht überzubewerten. Am Ende ist es trotzdem, ich sag mal, jedes nur für sich scheiß Spiel. Ja, ja, und das ist die Kunst zwischen diesen beiden. Ist das so ein Trick, so dieses Spiel? Naja, was heißt ein Trick? Ich kann dir das jetzt sagen, gelingt es dir, das im Kopf für dich auch so anzunehmen, oder überwältigt dich einfach dieser mediale Einfluss und so weiter und so fort? Das hat nichts mit einem Trick zu tun, sondern das ist auch einfach ein Lernprozess. Wie geht man mit diesen Situationen und wie bewerte ich es? Ich kann es als was ganz Übermenschliches bewerten oder es ist nur ein Spiel. Bei mir war das ja auch ein Prozess. Ich kann mich erinnern an meine ersten Spiele Bundesliga oder Nationalmannschaft. Da war ich natürlich auch nervös ohne Ende. Ja, und da war ich auch nicht in der Lage, solche Leistungen zu bringen. Deswegen ist es ja immer ein Prozess und ein Entwicklungsprozess. Und so stabil zu sein und so selbstbewusst zu sein, dass du die Spiele eigentlich nicht verlieren kannst. Sowas entwickelt sich in jedem Spiel neu. Aber du hast dann irgendwann in der zweiten Halbzeit, bekommst du ein Gespür für die Situation und dann merkst du, heute kann ja nicht mehr viel passieren. Also da diesen Fokus beizubehalten, klar, gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Dann sind solche Leistungen auch möglich. Wie hast du diese Euphorie wahrgenommen, die sich ja dann definitiv entwickelt hat, je weiter es in dem Turnier ging? Ich kann mich daran erinnern, dass es dann zu, ich weiß nicht, ob zu jedem Spiel oder zumindest zu einigen entscheidenden Spielen Pressekonferenzen gab. Und ich kann mich damals erinnern, da gab es ja vielleicht einen Sender, der regelmäßig über Handball berichtet hat. Aber ich kann mich daran erinnern, damals waren es gefühlt alle. Also, ich sag mal, die Öffentlich-Rechtlichen, die Privatsender, Sender, die sonst mit Sport gar nichts zu tun haben, die nur, was weiß ich, Filme oder Serien zeigen, haben mit einmal alle Sender live von der Pressekonferenz berichtet. Und das war natürlich ein erhebendes Gefühl, was wir bis dahin vorher so überhaupt gar nicht erlebt haben. Und da ein Teil davon zu sein, ja, das ist sehr beeindruckend. Wir hatten ja damals einen Bus, wo groß drauf stand, Deutscher Handballbund. Und dann haben uns die Leute, die entweder selber zum Spiel fahren wollten oder einfach unterwegs waren, weil sie natürlich von dieser Euphorie mitbekommen haben, haben uns auf der Autobahn überholt, sind an den nächsten Rastplatz gefahren, sind ausgestiegen, haben mit Fahnen gewunken, auf den Brücken standen sie. Also es war eine Euphorie, die unglaublich war, die ich so in der Form nie wieder erlebt habe. Sondern es war einfach flächendeckend, deutschlandweit. Und das war sehr beeindruckend. Und da, wie gesagt, seinen Teil beitragen zu können, das ist natürlich sehr erhebend. WM-Finale 2007. Frankreich ist aus dem Weg geräumt, dieser große Gegner. Alle denken, man gewinnt das. Das Spiel läuft auch, wenn ich mich richtig erinnere, dementsprechend. Und auf einmal gehst du verletzt raus. Muskelfaser ist eine Wade, der sich schon durch das ganze Turnier gezogen hat. Das Spiel lief gut, dann kommt die Verletzung. Und dann kam Bruch in die Mannschaft, weil, ich sag mal, dieses gewohnte Umfeld, das war mit einmal nicht mehr da. Also dann gelang uns im Angriff nichts mehr. Yogi kam nicht gut ins Spiel, weil er kriegte nur noch Gegenstöße. Also für den war es ja auch unangenehm. So jetzt in der, ich sag mal, das war noch, ich sag mal, 20, 25 Minuten zu spielen. Er hat wenig bis dahin gespielt. Er kommt jetzt ins Finale. Die Führung, die wir erspielt hatten, geht verloren. Ich meine, das ist emotional für ihn natürlich eine Katastrophe. Ne? So, dann kriegst du auch wenig Möglichkeiten, dich auszuzeichnen. Die Polen haben Chance auf Unentschieden, Gegenstoß. Und Yogi kriegt den Ball auf den Kopf. So, und das war für ihn so ein Wachrüttler. Und dann hat er überragend gehalten, hat auch viele freie Bälle gehalten und hat dann entscheidend dazu beigetragen, dass das Spiel sich wieder zu unseren Gunsten gedreht hat. Und bin natürlich sehr glücklich, dass er dann auch nochmal entscheidend dazu beitragen konnte, dass wir dieses Turnier, dieses Spiel für uns entscheiden konnten. Wie war es denn dann für dich? Konntest du mitfeiern trotz Muskelfasern? Ja, klar. Also die Bilder, wo wir dann den Pokal überreicht bekommen, stehe ich mit den Krücken vorne. Ja, bin mit einem Bein da so hingehumpelt und gut, in dem Moment bist du ja eh voller Adrenalin. Das ist ja eh wurscht. Da spürst du nicht ganz so viel.